Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Wir befinden uns hier am Feuerbrandschrein und sind in der letzten Folge runtergegangen, um die nächste Glocke zu läuten. Das heißt, wir mussten hier diese Treppen runter. Ich habe aber längst gemerkt, dass es doch sehr, sehr anstrengend ist und auch sehr hart ist, gegen diese Geister zu kämpfen. Man kann zwar mit dem Wanderfluch gegen die kämpfen, aber die findet man nicht andauernd und man muss sie auch für teuer Seelen kaufen. Ich habe jetzt natürlich eine Waffe gefunden. Warte, die zeige ich euch mal. Und zwar ist das hier die gezackte Geisterklinge. Damit kann man die ganz gut treffen. Aber trotzdem finde ich, ist es sehr schwierig, da ich dafür ein paar Schläge brauche. Das heißt, wir werden diese Waffe mal hochballern von der Stärke her und werden auch versuchen, unseren Charakter hochzustufen, damit wir später noch mehr Chancen da unten haben. Das, was wir jetzt aber machen, ist, denn wir gehen ja mal runter in die Unterstadt sozusagen und versuchen da was zu erreichen. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, wo hat er denn dieses fantastische Schwert hier oben her? Das habe ich vom Drachen bekommen, der die Brücke oben bewacht. Ich habe da nicht gegen ihn gekämpft, aber ihn immer wieder abgeschossen. Eigentlich habe ich versucht, ihn abzuschießen und versucht immer gegen seinen Schwanz mit dem Schwert zu hauen. Das klappt aber nicht. Aber irgendwann droppt das Ding denn. Aber der nimmt keinen Schaden, der Drache. Also, ja, brachte jetzt nicht so viel. Aber dieses Schwert hat man halt, was gar nicht so schlecht ist. Aber das wollen wir jetzt gar nicht großartig machen. Denn wir wollen jetzt erstmal weitergehen und gucken, dass wir in dieser Unterstadt, die wir nicht so richtig erkundet haben, dass wir da mal weiterkommen. Da gab es ja noch einen Weg, wo wir rein konnten. Das haben wir nicht gemacht. Wer ist er denn? Ach, da habe ich schon geredet. Okay. Ja, es gibt verschiedene Wege, wie wir da hinkommen. Der einfachste Weg wäre natürlich dieser hier. Aber wieder hochzugehen. Denn es gibt hier ja so eine kleine Abzweigung. Die zeige ich euch mal. Die kennt ihr ja auch. Habt ihr dabei? So. Nächste. So, locken wir die nochmal an hier. Obwohl, dass die keinen Schaden nehmen, wenn sie dadurch das Feuer gehen, ne? Das ist doch merkwürdig. Eigentlich müssten die doch auch ums Verrecken verrecken. Naja. So, gehen wir hoch. Oh, hat ihn von hinten erwischt. So, alle weg. Hier hochgehen. Hier noch eine kleine Abkürzung, gehen wir rein. Welcher Weg war denn das jetzt? Also die Ratte sollten wir vielleicht platt machen, die sie uns gleich von hinten angreift. Das tut sie, glaube ich, nicht. Ist auch egal. So, wir gehen jetzt weiter hier durch. Ich habe wirklich versucht, mit der Tante da hinten zu reden, aber dadurch, dass ich sie einmal getroffen habe, will die gar nicht mehr mit mir reden. Also die hasst mich nur noch. Ich dachte auch nicht, dass ich wollte sie auch gar nicht schlagen, aber es passierte und jetzt ist vorbei. Also die als Käuferin ist leider nicht mehr für uns tätig. Schade eigentlich. Kann man nichts machen. Oder ich weiß nicht, ob man die nochmal um Verzeihung beten kann. Oder vielleicht muss ich meine Sünden bereinigen lassen. Vielleicht geht das. Ich weiß es gar nicht. Werden wir auch mal irgendwann schauen. So, gehen wir hier weiter. Wir werden jetzt alle killen, die wir uns auf den Weg legen. So sammeln wir jetzt ein bisschen Seelen, zwar nicht viele, aber ein paar. Hoch. Genau, wir müssen einmal längs. Und dann können wir da hinten ja durch die Pforten gehen, um runter in diese Stadt zu kommen. Oh, habe ich getroffen. Drum. Holen wir den da oben mal schnell. Oder uns da weiter killt. Aber wir können auch kurz was trinken. Ich habe ja. Oh, was macht der denn? Ich habe mein Estus-Flaschen ein bisschen erhöht, damit ich noch mehr Energie bekomme. Das machen wir mit Feuer, Seelen. Aber das ist eigentlich auch nicht so wichtig. So, hier kann man wieder zum Drachen kommen, wenn man will.
Wollen wir nicht? Ah, wir wollen jetzt hier durch. Wir gehen einmal da rein. So. Und diese Tür ist ja auf hier. Oh, da hat es fallen gelassen. Nehmen wir natürlich mit. Also, hier durch die Tür können wir ja durch. Ich muss mal aufpassen. Ich bin hier schon einmal runtergefallen. Das war wirklich echt dumm. Ich gehe jetzt runter. So. Und dann können wir hier runter in die Stadt gehen, nämlich. Die ich auch sehr, sehr schwer finde eigentlich, weil das echt fiese Viecher sind, die uns da entgegenkommen. Wenn ihr euch überlegt, was hat er da oben in seinem Menü drin? Diese Heilung, die habe ich bekommen am Feuerbandschrein. Allerdings weiß ich nicht, wie man diese Heilung aktiviert. Noch nicht. Bin ich da nochmal irgendwann raus. Mal sehen. Oh, falsche Richtung. Oh nein. Shit. Bin ich auch ganz gut erwischt. Gehen wir lieber was. Hier runtergehen. Läuft noch so ein Hund rum. Oh. Blöder Köder. Liegt ja noch das Zeitliche. So, hier können wir runtergehen. Genau, hier habe ich jemanden befreit. Wart ihr ja aber dabei. Deswegen ist das nicht wild. Aber ich sammle trotzdem mal, versuche mal alle Seelen einzusammeln. Oh. Oh nein! Oh shit! Das war jetzt natürlich echt dumm von mir, einfach nochmal reinzurennen, aber naja. Shit. War. Zack. Genau, hier haben wir die ganzen Items eingesammelt. So viel machen. So, jetzt geht's zurück. Jetzt kommen wir jetzt zu diesen fiesen Stellen, wo teilweise wirklich so ein paar. Es ist wie so ein Hinterhalt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich mache hier schon mal alles frei, damit die, wenn die uns angreifen. Angreifen werden wir. Da kommt die schon. Shit. Super. Wollte gerade zu seinem Move da sich niederlassen. Gut abgewehrt. Da kommen leider ganz viele von denen. Da müssen wir ein bisschen durchmogeln. Noch mehr, glaube ich. Hätten sie noch ein paar von diesen Hunden. Nein! Gibt's doch gar nicht. So blöde Köter. Mann, Mann, Mann. So. Hier waren doch auch irgendwelche drin. Okay. Den probieren hier. Schaden. Da. Oh. So. Haben wir Glück gehabt. So, da sind wir noch nicht durchgegangen. Weiß ich auch nicht, wo es hinführt. Aber hier gibt es noch irgendeinen Weg, wo man irgendwo anders hin konnte. Da gehen wir erstmal längs, wo wir da hinkommen. Hier in der Ecke ist einer. Hinterher? Nö. Jetzt? Ja. Oh.
Viel mehr finden wir hier gerade auch gar nicht. Längs. Da liegt jemand, aber da komme ich nicht hin. Das ist ja von der anderen Seite, ne? Oder kann ich ihn auch von der Seite hier? Yes. Ah, cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es hat. Hier ist eine Tür. Verschlossen. Schade, schade. Brauchen wir wahrscheinlich einen schönen Schlüssel für. Gehen wir erstmal hier rein. Ah, genau, hier waren auch ein paar Gegner. Ein, zwei. Weiter. Achso, genau, das war die Tante, die, wo die Abkürzung gehabt haben. Dann hätte ich auch natürlich da längs laufen können, sehe ich jetzt, fällt mir jetzt gerade ein. Na gut, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Abkürzung, um schneller hier hinzukommen. Da muss ich nicht so viele Gegner erledigen. Aber jetzt schauen wir mal. Dann gehen wir durch diesen kleinen Weg da hinten. Gibt es ja noch diesen einen Weg, das müssen wir gehen. Ich habe immer Angst, durch diese Tore durchzugehen, weil ich immer weiß, wir sind gleich ein Gegner oder irgendwas, aber wir müssen es wohl machen. Gucken wir mal, was da uns erwartet. Oh! Okay. Okay, das war's. Was war denn das für ein fieses Ich-Ziegen-Dämon? Der rennt ja gleich auf einen zu und immer ist tot. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Puh. Da schüttelt's mich. Scheiße, da. War aber echt schnell. Okay, wir fangen hier an. Das ist natürlich schlecht für uns. Kann man hier nicht irgendwo hinreisen, ne? Ich habe auch meine ganzen Seelen verloren. Na gut, rennen wir nochmal zurück. Müssen wir nochmal machen. Aber es gibt ja noch. Wir wissen jetzt, dass wir da oben noch schneller hinkommen. Deswegen machen wir das jetzt mal. War ja ärgerlich. So, holen wir den nochmal ran hier. Mal überlegen, wie wir diesen Ziegendämon platt machen können. So. Oh. Das wird Glück gehabt. So, wir kennen ja diesen Weg, ist ja die Abkürzung, also rennen wir erstmal weiter. Das ist ganz cool mit den ganzen Abkürzungen, die man so finden kann. Ne? Also denkt man ja am Anfang gar nicht und jetzt findet man eine Abkürzung nach anderen. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ah, sie hasst mich immer noch. Müssen wir da runter? Okay, aber das ist ja relativ flott, sind wir ja dann da bei dem Typen wieder, muss man ja sagen. Das ist ja wirklich ein Katzensprung. Mal natürlich gucken, ob man sich an den Rand schleicht vielleicht. So, und du. Wunderbar. So, jetzt sind wir auch schon gleich wieder bei dem Ziegenheini. Noch ein Hund, ne? Da sitzt der andere Hund. Okay, also wenn wir reingehen, kommt er gleich auf uns zugerannt. Das heißt, wir sind theoretisch gleich tot. Aber wir müssen dann Amy ihn ausweichen können. Ich komme auch gar nicht weg hier.
Ey, wie soll ich den denn killen? Der lässt mich ja nicht mal durch. Das ist ja schlecht. Also, was soll ich denn da machen? Also mit den Hunden ist sowieso schlecht. Vielleicht, die Hunde müssen auf jeden Fall als erstes weg. Denn die halten einen ja komplett auf. So, den ganzen Kram nochmal machen hier. Ist ja echt ärgerlich, oder? Ich habe die ganzen Seelen wieder verloren. Das nervt mich auch am meisten. Kommen. So. Hier rein. Oh. Dauert alles ein bisschen, bis wir das schaffen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, muss ich versuchen, an den überhaupt vorbeizukommen. Also der ist ja wahnsinnig schnell, kommt auf einen Zug. Also was soll ich denn machen? Gleich loslaufen? Weiß es nicht. Also es ist wirklich schwierig, finde ich. Fällt mir auch gar nicht an, was man da machen kann. Also man muss ja wahrscheinlich gleich loslaufen. Wie sie schimpft, ne? Ganz gut. So. Versuchen wir den mal zu killen, das wäre nicht so viel. Und jetzt du. Zack. So, sind noch zwei Hunde und dann gehen wir wieder zum Ziegenpeter. Der Geißenpeter. Blöde Köter. Okay, nochmal das Ganze. Ich glaube, ich laufe gleich los. Nein, lass mich durch. Lass mich nochmal durch. Oh. Nicht runter? Oh, lass mich doch mal durch hier. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, shit. Puh, diese Hunde, die sind ja wirklich nervig. Also ohne die Hunde, glaube ich, kann man den vielleicht kriegen. Ich weiß es nicht. Aber mit diesen Hunden? Scheiße. Mann, das nervt mich jetzt ja. Das ist auch so ein langer Weg dahin, ne? Ja, lang ist ja nicht wirklich. Trotzdem ist es nervig. Vielleicht können wir auch einfach mal dran vorbeirennen, da alles. Gegner nicht platt machen müssen. Leben verbrauchen, aber das habe ich jetzt leider. So. Na was? Das ärgert mich total.
Scheiße. Mann. Blödes Viech, echt. Nervig. Na gut. 8 Stück haben wir noch. Die brauchen wir bestimmt alle für den Ziegenpeter. Oh, hier sind die Hunde ja noch easy. Okay, laufen wir mal los. Was gibt's doch gar nicht? Ich krieg... Lasst mich doch mal hier hochkommen erstmal. Was trinken wir? Trink was. Oh. Ist dein Ernst? Oh nein. Oh, dieser Hund. Beide Hunde sind tot, ne? Das ist schon mal gut. Ah! Okay. Nein. Okay, okay. Ah, shit. Gut. Kann ich von oben raufspringen? Ja. Yes! Scheiß Ziegenpeter. Bam! Das ist... Hättest du es nicht mit mir aufnehmen sollen. Zack. Easy going, sag ich da. Puh. Der war nicht wirklich so leicht. Aber auch nur, weil es echt eine scheiß Anfang ist. Wie sollte man denn da überall durchkommen? Gut. Nur durch. Wofür brauchen wir den Schlüssel jetzt? Und die Gegner ja, ne? Scheiße. Ich gleich wieder hier sterben. Warte, wir gehen hier unten wieder runter. Da unten war ja auch noch eine Tür, die wir nicht aufmachen konnten. Vielleicht ist die ja dafür gedacht. Nicht? Aber hier war noch irgendeine Tür, ne? Wer denn, wo war hier eine Tür? Hä? War hier doch keine? Doch da. Vielleicht dafür? Yes! Schlüssel zu den Tiefen benutzt. Och, das klingt auch nicht viel besser, oder? Na gut, oder? Okay. Weiß ja nie, was man da findet. Na guck mal da. Wie Schritte gehört. Leichte oder schwere Gegner? Leichte. Okay. Ne? Eine Leiche? Aber ob die von hinten schon kommen? Ja, okay. Haben wir hier? Eine große Seele vom Soldaten. Super. Ist alles voll mit den Leuten da. So. Oh. Was zu finden gibt. Anscheinend nicht. Jetzt hier, ah, hier geht's runter, okay. Ah, komm, warte, lass sie mal zu mir kommen. Einfacher. Oh nein! Ja, du spinnst! Bring mal lieber was. Sicher ist sicher?
unten ist auch ein Typ. Der sieht auch nicht sehr freundlich aus. Hab ich schon gesehen. Ich glaube, der will schon zu mir. Ist der blöd? Oh, da ist er schon. Oh. Können wir den killen? Noch? Das ist, oder ist es noch ein Gegner? Oder ist es ein normaler Gegner oder ein Boss? Oh. Oh. Oh nein. Oh, shit, shit, shit. Okay. Er ist tötbar. Nein! Was für Energie? Lass mal den anderen zu mir hochkommen hier. Nervt er nicht mehr ganz so. Okay. Aber der ist so ein bisschen wie der. Dieses andere Riesenvieh, ich weiß nicht, wie es heißt. Okay. Oh nein. Ein Fehler gemacht. Und schon büßt man dafür. So. Puh. Okay. So, der Schlachter ist geschlechtet. Mal rumgucken, was es hier gibt. Und dann gleich noch so ein beschissener Hund wieder. Mal lieber was. Noch was kommt jetzt. Was noch ein Hund? So. Kann ich irgendwas einsammeln? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Aber jetzt gibt es einen Weg. Hier ist eine Truhe. Was ist drin, was ich gebrauchen könnte vielleicht? Große Glut. Okay. Hier geht's noch weiter runter. Da ist noch ein Hund. Wir gehen aber. Wir gehen erstmal hier hinten runter, hinter dem Schlachter. Wir bestimmt irgendwas da direkt haben. Huch. Wo geht's denn da hin? Geht's da überhaupt irgendwo hin? Oder geht's da nur in so ein Loch runter, man ist tot? Ah, das ist ja blöd zu wissen. Okay, machen wir hier unten einmal weiter und dann gehen wir gleich nochmal zu diesem Loch dahin. Hund. Hier hinten war noch ein Gegner irgendwo. Ich weiß auch nicht mehr wo. Gibt's hier gar nichts mehr? Da kann man da hoch. Okay, da kann man hoch. Hier hinkommen. Wo bist du denn? Ach, der Typ da drin. Okay. Vielen Dank. I would have been at supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, Lord the Great Swan. I will not forget my debt to you. Ja, vielleicht schenkst du mir ja was Schönes. Wollen wir mal reden? Oh, hello there. I'm fine, thanks. Oh, hello there. I'm fine. Okay, gibt wohl doch nichts. Ich glaube, es gibt irgendeine Belohnung.
Wenn ich dir schon jemanden das Leben rette, kann er mir auch was schenken. Ne? Na gut, gibt es nicht. Nicht so schlimm. Hier weiter. Noch so ein Schlachter. Wo kommt er denn her? Nein! Schnell was? Wo kommt der denn auf einmal nochmal her? Mach hier oben platt. Spasti, ey. Zack. Na. Keine Ahnung, wo der war, aber. Gut, jetzt haben wir nur noch eins, und wir müssen mal irgendwie unsere Seelen in Sicherheit bringen. Wenn wir hier jetzt nochmal sterben, wäre schon echt ätzend. Okay, da geht's weiter runter. Oh, was ist das denn? Ah. Was ist das denn für ein ekliges Viech gewesen? Okay. Mal aufpassen wohl. Oh. Nein. Shit. Was trinken hier? Puh. Also, bevor es hier weitergeht, ich weiß nicht, ob es. Oder, oh, so eine Angst weiterzugehen, dass ich sterbe und den ganzen Weg wieder hierhin kämpfen muss. Aber. Muss wahrscheinlich weitergehen erstmal. Die Decke gucken, dass hier so ein wirkliches Teil wieder runterkommt. Hab ich echt nicht gerechnet. Hören wir. Nach oben gucken. Da oben hängen die Viecher und wie kriegt man die da runter? Die fallen ja wahrscheinlich einfach auf einen drauf, ne? Okay. Eklig. Oh. Ich weiß nicht, ob die vom Boden überhaupt angreifen können. Bis jetzt haben sie es noch nicht gemacht, aber wenn die wahrscheinlich. Oh! Oh, was war das denn? Da wollte er doch irgendwas machen, oder nicht? Das sah aus, als ob er irgendwas machen wollte. Hängt noch mehr da oben, ey.
Alter, sind die eklig. Oh, schnell zurück! Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert, aber. Anscheinend passiert da gar nichts mit denen, kann das sein? Aber wenn die von oben kommen, sind die auf jeden Fall scheiße. Oh, Leute, Leute, Leute. Okay. Dann geht's weiter runter. Was ist das denn da? Also eine Riesenratte? Schaut so aus. Alter, ist sie riesig. Ich glaube, so Schleimbolzen noch irgendwo rumhängen. Oh, da sind auch ein paar andere Ratten. Ja. Schleimis? Kommen wir nicht hierher, ne? Was heißt? Warte mal ganz kurz. Hier irgendwas, was ich nutzen kann. Ich habe leider keine Pfeile mehr dafür. Aber ich habe auch noch so einen Armbrust irgendwo, ne? Ich habe keinen Armbrust mit. Scheiße. Ah nein, die habe ich am Feuer gelassen. Da bin ich kloppt. Irgendwas müssen wir ja machen. Oh, warte mal, vielleicht habe ich ja noch irgendwie eine Brandbombe oder so? Werfe ich die einfach auf die. Ah. Okay. Was eine Brandbombe zu werfen, brauchen wir gar nicht probieren. Nicht so viel Sinn. Nein! Eine Menschlichkeit bei einer Ratte. War nicht schlecht. Eine große Axt. Okay, also ich glaube, wir kommen ja nicht drum herum, mit dieser Riesenratte zu kämpfen, was ich überhaupt keinen, wo ich überhaupt keinen Bock habe. Oh, das wusste ich gar nicht, seine Ratte. Hat Glück gehabt. Hier ist alles voll mit Ratten. Oder auch mit dem Schleim. Nein! Nein! Oh Scheiße! Oh nein! Oh, komm los zurück! Oh, das gibt's doch gar nicht. Warte! Oh, ich hatte irgendwas gegen Gift, hatte ich irgendwas. Ach, scheiße. Na gut, das war auch, da waren wir auch zu sicher. Aber wir sind recht weit gekommen. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.